besten Menschen in Deutschland sind. Du bist in einer anderen Welt. Die hat ihre eigenen. Du bist in einer anderen Welt. Die haben ihre eigenen Gefährdungen und Regeln, an die man sich halten muss. Ich denke, wie das wäre, wenn wir ein großes Haus hätten. Mit einer Veranda. Und einem Balkon. Einem Garten mit Obstbäumen. Und Personal. Vor 3 Jahren wollte Opel in Bochum ganz dicht machen. Da haben die Arbeiter gesagt, wir treten in einen dauerhaften Streik. Es gibt ja diesen Begriff des Ruhris. Den haben Marketingleute von der Ruhr GmbH 2010 erfunden. Sagen Sie mal einem Menschen im Ruhrgebiet, er wäre ein Ruhri. Bruno und Vater sind unterm Berg. Ich habe es gerade noch geschafft. Friedrich ist tot. Sag's mir, Karl. Ist er tot? Da ist der Berg. Er eingerollt war. Hatten Sie sich zur Seite gerollt? Ja! Ich kann nicht sehen, was er macht! Das kriegst du wieder. Hab eine Kochausbildung angefangen, aber nach einem Jahr aufgehört, weil das Fließbandarbeit ist. Die haben mich die Probezeit absolvieren lassen, sich aber danach nicht mehr gemeldet. Sowas kann man sich schnell gewöhnen. Du redest wie Vater. Ich rede wie ein Arbeiter, aber nicht wie ein Funktionär. Ich streite für alle Kumpel und Genossen. Wo wollt ihr hin? Zur Zeche Siegfried. Und wo kommt ihr? Von Friedrich Glück. Von Herrn Wiedelfo. Bei uns ist alles dicht. Bei uns auch. Wir wollen eine Antwort.